Der Super-G-Sieger von gestern. Zweimal Abfahrtsieger hier. 98 Sprint-Abfahrt in zwei Durchgängen. 2008 die klassische Abfahrt hier. Im Abfahrtsweltcup führt er. Deswegen das rote Trikot. Auch das können Sie ersteigern. Auf IB.at sowie alle Startnummern hier ab 18 Uhr heute Abend. Und jetzt Konzentration auf die Dirkisch. Startet noch einmal der eidgenössische Generalangriff. Ja, in der Luft schon in die Hocke. Das ist der Küsch mit 130, knallt er da in die Kompression eine. Du außer sind ungefähr 3 bis 4 G zu Bending von den Läufern und das am rechten Fuß. Also unglaubliche Kräfte, die da frei werden und die der Mensch da bändigt. 130 km/h da oben hat bisher nur Werner Hill geschafft. Früh in der Hocke. 31 oder ist er voll dabei. Wahnsinn, der fährt schon wieder. 123,3 km/h. Der hat wieder was gefladert. Der hat so eilig. Ich weiß nicht, vor wem der davon fährt. Schießen gut, wissen wir. Hat ein bisschen was verloren. Aber jetzt an der Obe, das ist wieder ein Schreckknopf, in dem noch mehr Spaß macht als ein Flachstück. Du hast wieder arbeiten. Ja, ist voll dabei. Nächste Zwischenzeit. Da kommt die rote Linie. Didier Küsch ist in Führung. 900stel sind es jetzt noch. André Sporn im Ziel muss zittern. Ja, du lässt den Schieß super gehen. Ist zwar weit draußen gewesen, aber auch ein Indiz dafür, dass er mit hoher Geschwindigkeit da hineinkommen ist. 109,9 ist gut. Ein paar Läufer gegeben mit über 110 km/h, jetzt der Hausberg. Da dickes zusammen, jawohl. Zwei Zehntel Vorsprung hat Didier Küsch jetzt. Achtung, dort hat es zwei Läufer erwischt. Und da war auch ganz eine leichte Unsicherheit bei ihm zu erkennen, aber jetzt ist er schon wieder drinnen, Jetzt sticht er hinunter ins Ziel, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Was hat er für eine Geschwindigkeit? 140,2. Absolut schnellster. Ja, wo sind die zwei Zettel? Didier Küsch, 52, er hat's. Wahnsinn. 53, 74, Didier Küsch liegt in Führung. 28 Hundertstel vor André Sporn. Und das könnte schon eine Siegerfahrt gewesen sein. Aber es ist noch zu